Hallo Freunde der guten Unterhaltung, wir sind zurück zu Let's Play Styx Master of Shadows. Wie ihr sehen könnt, stehe ich genau vor der Tür, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und die bringt uns in ein neues Gebiet. Wie ihr unten sehen könnt, Leave the Zone. Das mache ich jetzt und wir schauen, was uns weiterhin erwartet. Da ja die erste Folge und der Inhalt der letzten Episode hauptsächlich Tutorials war und ein kleiner Prolog, gehe ich mal davon aus, dass es jetzt richtig losgeht und wir uns jetzt frei durch die Gegend schleichen müssen. I gotta get me some amber. Yeah. That would straighten me out. Down there maybe? Jetzt habe ich auch so leicht das Gefühl, und der Styx könnte eine Art Junkie sein. Amber, das braucht er. I'd really like to study these cocoons more closely. It would be fascinating. So, dann hat er den vorbeigeschlichen. A quick peek through the keyhole, just to make sure the way is clear. Da ist einer zumindest. Aber der ist ein Stück weit weg. Also ich glaube, ich bin sicher beim Aufmachen der Türe. Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Ja, wie ihr sehen könnt, mit Amber kann ich bestimmte Fähigkeiten einsetzen, zum Beispiel einen Klon. Amber Vision, eine bestimmte Art von Sicht. Ich gehe mal von einer Art Nachtsicht oder durch die Wandsicht aus. Oder Unsichtbarkeit für eine bestimmte Zeit. So, jetzt bin ich mal gespannt, was ich da anstellen kann. So, mit einer 1 erstelle ich einen Klon von mir. Was mache ich jetzt mal? Well, I got no choice. I'll need some help. So, dann mit 1 weg. Hallo, Cash. I need your run carcass. Ugh. Damn it, I hate doing that. So, ich kann mein Klo mit der 2 wieder zerstören. Also wieder weg. You want something done right? Steal a body and do it yourself. Ausmachen, damit schön dunkel ist. Oh, weiterhin. Ich brauche also wieder einen Klon, um da durchzukommen. Gut, erstellen innerhalb so einem Tunnel geht nicht. So wie es aussieht, bewegt der sich nicht weg. Hier hätten wir den Klon. Den wählen wir aus. Und spazieren mit ihm. Oh, One-Hit-Kill. Oh, Klone sind also schnell tot. Jetzt ist aber meine Gelegenheit. Mal. Klon auswählen, unter der Tür durch. Fuck, it's gigantic here. I'll have to use the Amber Vision to find my way. Jetzt merke ich gerade, der Mechanismus wäre auch hier gewesen. Ich hätte gar nicht groß mit dem Klon hier rumspielen müssen. So, ziemlich groß hier. Nur noch einmal, da der schläft, da kommt er sogar durch. Wenn ich mich still verhalte. Ehrlich?
jetzt ist mir der in den Weg gelaufen. Blöderweise den Sand abbekommen. Jetzt habe ich auch keinen Sand mehr. Oh shit! This one's for me! Let's go! Eieiei, sind das. Oh, das sind viele und er kann auch viele Schüsse machen. Wird es gewesen sein. Du meinst dich? Ja, da hat den armen Goblin erwischt. Geh mal zurück. Ja, es läuft nicht immer optimal. Man verliert auch mal. Gehört halt dazu. Wird jetzt besser gemacht. Oh, das ist ein guter Schritt, den ich von vorne machen muss. I'd really like to study these cocoons more closely. It would be fascinating. Quite so, my dear colleague. A quick peek through the keyhole, just to make sure the way is clear. You're telling me? What doesn't I say the embryo of one planet? Amber, I gotta get some now. My head is gonna explode. Also das kann man ja schon, das können wir gleich überspringen. Erstellen einen Klon. Wie? Well, I got no choice. I need some hello, Rackash. I need your runt carcass. Ugh. Damn it, I hate doing that. Vielleicht schaffe ich es noch, den zweiten Mechanismus zu aktivieren, bevor der eine mich hier killt. Oh shit! You want something done right? Steal a body and do it yourself. Bin mal gespannt, wo der hingeht. Sicher. Halb dunkel, dann mache ich die Fackel noch aus und dann wird der erstmal nicht gefunden, hoffe ich zumindest. Hier den Mechanismus aktivieren. Hab sogar 5 Punkte dafür bekommen. Will jetzt mal noch mal nach, was da oben Schönes gibt. Nichts Besonderes. Schaut zumindest nicht besonders aus. Doch, da ist irgendwas. Eine besondere Münze. Eine Art Collectible, würde ich mal sagen. It's gigantic here. I'll have to use the Amber Vision to find my way. So, jetzt habe ich Amber Vision an. Was genau zeigt das mir jetzt? Gut, das zeigt mir besondere Objekte an, so wie es ausschaut. Da kann ich einen Rad drehen. Bin aber nicht sicher, was das mir bringen wird. Na gut, probieren wir es einfach mal. Everything wears out so fast here. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in here. Corrosive stuff like that. Look up there. Oh, ich habe damit alle Gegner im Raum beseitigt. War doch eine gute Idee, da mal drauf zu drücken. Gibt es denn da unten Schönes? Scheint nichts Besonderes. Gut. Das war wohl nur die große Halle. Hier sind die immerhin weiterhin nicht ausgenockt. Muss also ab jetzt wieder aufpassen. So, jetzt ganz vorsichtig, hier hat es mich vorhin schon erwischt. Mal da, die Fackel aus. Die hintere treffe ich leider noch nicht. So, es passiert mir diesmal nicht nochmal.
Aber jetzt treffe ich die Wand. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hallo? Da habe ich auch noch die falsche Fackel. Müsste mir aber jetzt möglich sein, da durchzuschleichen. Weiß nicht, ob der mich sieht, wenn ich hier rübergehe. Ich hoffe nicht. Immerhin habe ich es ja dunkel gemacht. Jawohl, perfekt. Muss ich dann noch irgendwie hoch. Oh, das ist da drüben. Ja, wie gesagt, das Klettern ist noch ein bisschen umständlich. So, damit hätte ich die Zone sogar verlassen. Machen wir doch gleich. Einmal leider gestorben, das Pech gehabt, erwischt zu werden. Da hingen mir gleich 10 Gegner an der Backe. Immerhin, jetzt geschafft. Mal schauen, was uns im nächsten Areal erwartet. Shit! Sliding grill. Stuck. Ah, this is impossible. There's got to be a way. Sliding grill. Stuck. This is impossible. There's got to be a way. Hm. Ah, die habe ich gar nicht gesehen. Ist auch ein bisschen dunkel. Und dann da runter. Und noch eins runter. Und noch eins runter. Bin ich immerhin schon mal unten sicher angekommen. Und da ruft mich jemand. What's that? Somebody there? Ja, ich bin noch It's da. It's Ozcan. I'll open the passage for you. Hurry up inside. Huh? Ozcan? Oh, my head. Yeah, I know that name. Ozcan. Yes, you can trust him. Anyway, you don't have a choice. Ja, interessant. Ein Mensch, der meinem kleinen Goblin hier. About time, Styx. I've been waiting for ages. I was beginning to wonder if Barryman and his gang hadn't done you in. There was a slight hitch. Well, I think so. Ah, my head feels like a wagon's gone through it. Well, we'll take care of that later. What are you doing here? Well, I'm here to tell you that I found a hideout, like you asked me to. I asked you? Yeah, of course I asked you. Damn this headache. It must be why I can't remember what I did even yesterday. Good. I'm off to the hideout then. You'll tell me the way? All you have to do is follow the marks I made here and there. You'll see. This is my personal system. As soon as you see the mark, then you know that one of my hiding places is near. You can go inside. There's one close by, with, as it happens, a list of other hiding places. You'll see. I often put some useful stuff inside. Thanks. I'm off. Whoa, 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 wait! You'll have to pick up the sewer pry bar in another hiding place. Oh, yeah. One thing I didn't tell you. The hideout is in the, sewers. But you know how it is. The more it smells like shit, the quieter it is. You'll fit right in. And to think I was beginning to like you. Sorry to disappoint you, but with your looks, it's best not to take risks. And anyway, the royal suite was already taken. In short, go on ahead, pick up the pry bar, and open the entrance to the sewers. I'll see you at the hideout. Well, well. Looks like Ozcan carries a flask in his belt. Let's hope I haven't lost my touch.
Ja, ich glaube, das Amber, das wirkt ein bisschen auf unseren Sticks. Der hat ein kleines Drogenproblem, wie es ausschaut. I could easily find these marks with my Amber Vision. So, mit Amber Vision soll ich jetzt also die Markierungen finden, die mich hinführen, wo ich hin will, also zum Hideout, zum Versteck. Beat it, old man. Oh, watch out, Styx. After what I did for you, you better keep your tongue behind your teeth. What? What did you do for me? I gave you the plans that will take you to the relics of the Atrium. That cost me this fucking amber scar on my face. Besides, one shouldn't go too far. The relics of the Atrium? You kidding me, Styx? Yes, the relics, the last objects of the great fallen lords. Yeah, of course it rings a bell. Yeah, well, good luck. I paid enough for this shit and all your schemes. I should keep my eyes peeled. These relics must be pretty valuable. Ja, anscheinend war der schon mal relativ fleißig unter Sticks und hat vieles in die Wege geleitet für einen größeren Plan. Hat den jedoch leider vergessen. Hört sich zumindest so an. Vielleicht sehen wir ja noch, was der ursprüngliche Plan war. Ah, throwing knives. So, nehmen wir doch mal die throwing knives und Wilson raus. Headshot. Das war ja ein schöner Wurf. Gnadenlos. Der schläft. Oh. Oh, ich hatte auch nur einen. Eins zu werfen. Und ist jetzt weg. Ich glaube, wenn ich oben rum hier laufe, bin ich erstmal sicherer. Verstecken, auch wenn ich jetzt viel Energie verloren habe. Da hinten muss ich irgendwie ankommen. So, jetzt probiere ich mal die Unsichtbarkeit aus mit meinem Amber. Die hat mich jetzt auch ziemlich gerettet, muss ich sagen. Sonst wäre ich wohl erwischt worden. Oh nein. Ah, da war noch einer. So ein Pech aber auch. Bin trotz kaum Planung und wildem Rumstürmen da noch durchgekommen. War leider im letzten Raum noch einer drin. Ja, diesmal bleibe ich wohl doch lieber gleich unten und heb mir meine Throwing Knives einfach mal auf. Die kann ich auch so umbringen. Wenn ich den umbringe mit meinem Throwing Knives. Der zweite schläft. Ist eigentlich am besten, glaube ich. Da habe ich erstmal ein bisschen Raum geschafft.
Den kann ich auch verstecken. Ah, da liegt auch nochmal Sand. Können wir auch mal gebrauchen. So, jetzt schläft er hier vorne. Here we are. The mark drawn with amber. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. Das könnte noch interessant werden. Unsichtbarkeit ist geht nur für Leute, die den Amber nie berührt haben. Nur für diese Leute bin ich unsichtbar. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch Gegner kommen werden, die auch solche ähnlichen Fähigkeiten besitzen und mich deshalb werden sehen können. Do you remember Captain Oscar? Da sind wir mal gespannt. I've heard of him. Is he dead? Apparently not. It seems he deserted. But he's been living somewhere in the bowels of the Atrium. Ja, ein paar mehr Throwing Knives, da würde ich nicht, würde ich mich nicht beschweren. Das wäre Bombe. Probier ich jetzt nochmal mit der Unsichtbarkeit hier durch. Immerhin zwei Gegner, von denen einer wiederum patrouilliert. Oh, das war ganz blöd. Ich habe noch kaum Amber mehr. Oh. Ah, wie komme ich hier weg? Mist, läuft gerade nicht so, wie es soll. Leider jedoch ein Live-Video, also muss ich mit leben. Muss ich es mir spätestens jetzt schaffen, sonst wird es peinlich für mich. Meine Unsichtbarkeit kann ich nur einmal benutzen, habe ich gerade gemerkt, sonst geht mir der Amber aus. Den werde ich jetzt auch einfach so umbringen, weil der zweite schläft, dass er nämlich anschleicht. Erwische ich den. Immer noch ein Messer zum Werfen übrig. So, den können wir ja schlafen lassen. Oder von mir aus, ich würde ihn noch umbringen, einfach mal sicherheitshalber. Also wird den auch los. Ah, here we are. The mark drawn with amber. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. To see beyond the walls. Nicht erstmal unsichtbar. Everything wears out so fast here. Came from there. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in the air. Corrosive like stuff, like. Something out there. Puh, das war knapp. Oh, der macht die Fackeln wieder an. Das ist doof. Oh, da geht's in den Abgrund. Macht gleich beide wieder an. So ein Mist aber auch. It's over for it. What was that noise? Stop!
Wait until I get my hands on you. You'll see how I deal with monsters like you. So, jetzt hoffe ich, werde ich nicht erwischt. Schnell alles ausmachen. Und Leichen gleich verstecken. Das muss ich noch machen. Ah, okay, habe ich schon voll. Gut, die liegen eh im Dunkeln. Was ich jetzt aber machen werde, ich speichere jetzt doch mal ab. Falls ich nochmal erwischt werden sollte. Ah, jetzt habe ich auch das Versteck gefunden. Years without seeing my family. They must have forgotten me. Here's the pry bar. A bit big for a key to sleep. Oh, das war jetzt at last. Ozcan spoke to me his list of hiding places. I must be here something. I'll take it and get out of here. I got no desire to hang around. Nothing's reports. What? Nothing's what? Monster! God, you coward! There! Ace on! Das war jetzt komisch, ich hab nämlich die Mission geschafft. Ganz viele Leute vor mir. Wurde aber automatisch gespeichert. Ja, ich wollte eh an der Stelle beenden. Wir haben immerhin das erste Versteck gefunden. Die Folge wird etwas länger als die erste. Dann danke euch natürlich fürs Zuschauen. Es gilt wie immer, wir freuen uns megamäßig über euren Support. Lasst uns Kommentare da, lasst uns ein Abo da. Wir würden uns auf jeden Fall riesig freuen. Bis zum nächsten Mal, euer LMMGS.